Vier Punkte, wie du deinen Vertrieb und dein Marketing optimierst oder verbesserst. Ja, ich habe heute den Nico mitgebracht. Wir sagen dir heute vier Punkte, wie du deinen Vertrieb und dein Marketing optimieren kannst. Ich denke, wir legen einfach mal los. Das erste ist, ja, ganz einfach eigentlich, leider aber immer noch sich unterm Wert verkaufen. Ja? Die Nachfrage ist da, ja. Jeder will ein Angebot von dir. Der Markt ist ja übersättigt sozusagen, jeder Handwerker hat genug zu tun. Und was machen viele? Immer noch den sehr, sehr großen Fehler, sich viel zu billig verkaufen. Ja? Angebote raussenden, viel zu schnell raushauen, ja, auch jeden zweiten Angebot senden, aber vor allem deutlich unterm Wert. Ja? Eine ganz kleine Beispielrechnung, hast du einen gewissen Wert, den du mindestens erreichen willst und du erreichst ihn vielleicht mit 3 Abschlüssen, ja? Brauchst du nur diese 3 Abschlüsse, um den Gesamtwert vielleicht zu erreichen, wenn du genug dafür nimmst? Verkaufst du das zu günstig, brauchst du vielleicht 10 Abschlüsse, ja? 10 Abschlüsse heißt, du brauchst 3-mal so viele Anfragen überhaupt, um auf diese Summe zu können. Also setz hoch genug an, ja? Kleines Paradebeispiel mit einem unserer Kunden. Der macht im Garten- und Landschaftsbau, hat Rollrasen vertrieben, ja, kam dann auf uns zu und meinte, ja, ich schreibe so viele Angebote mal raus und die Summe kommt nicht rein. Und dann haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben seinen Auftritt ein bisschen geändert und ihn halt teurer angesetzt. Nicht viel teurer, aber so, dass seine Kosten gedeckt sind. Das hat dazu geführt, dass er im Monat zwar weniger Abschlüsse hatte, aber im Endeffekt am Ende viel mehr dabei hatte. Mit weniger Aufwand, weniger Investment. Also ganz wichtiger Punkt, einfach vernünftig kalkulieren und ordentlich oder vernünftig auch Gewinn einplanen. Ja, perfekt, vielen Dank. Der nächste Punkt, den wir uns einmal anschauen wollen, ist ein Rollenmodell. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, ja, wie kann ich meinen Vertrieb vielleicht ein bisschen verbessern und ist wahrscheinlich auch nur ein Tipp für eine bestimmte Betriebsgröße, weil dafür brauchst du halt einfach mehrere Mitarbeiter. Aber wenn das gegeben ist, solltest du auf jeden Fall schauen, dass du schaffst, verschiedene Rollen zu vergeben, die dann eben auch eingehalten werden. Was meine ich damit? Vielleicht ein ganz, ganz simples Beispiel. Bei Unternehmen, wo der Vertrieb richtig gut funktioniert, ist es eigentlich immer so, dass eine Person die Vorqualifikation macht und eine andere Person wiederum am Ende des Tages den Abschluss. So, was ist der Hintergrund dabei? Natürlich, wenn ich eine Rolle den ganzen Tag mache, dann werde ich auch immer besser darin und konzentriere mich halt nur darauf, diese eine Sache perfekt zu machen. Die andere Sache ist aber auch Unvoreingenommenheit. Weil du hast letzten Endes, wenn du jetzt den halben Tag Abschlüsse machst und den halben Tag die Vorgespräche, dann stellst du irgendwann natürlich eine Verbindung zwischen den beiden Disziplinen her und fängst dann an, dich selber zu sabotieren. Also zum Beispiel jemand, der eigentlich geeignet wäre, lässt du nicht mehr durch das Vorqualifikationsgespräch, weil du keine Lust auf das Abschlussgespräch hast, weil ihr irgendwie menschlich nicht zueinander passt. So, das kann passieren. Aber wichtig ist auf jeden Fall, wenn du die Manpower quasi hast und anfängst, da Strukturen aufzusetzen, schau, dass du Rollen verteilst, schau, dass die Person ihre Rolle halt ganz wichtiger Punkt idealerweise auch wirklich erfüllen, schau, dass sie da besser werden. Und dann kannst du nachher auch verschiedene Rollen durch verschiedene Personen einfach ersetzen, wenn jetzt gerade mal jemand krank ist oder sowas. Dann hast du nicht eine Person, die alles kann, sondern kannst halt immer die entsprechenden Bausteine ersetzen, wenn das alles klar dokumentiert wurde. Ja, der dritte Punkt. Wie setze ich mein Geld eigentlich richtig ein? Ja, wie teste ich vielleicht etwas und wie merke ich, welches Marketing kommt überhaupt an bei dem Ganzen? Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal zu testen, vielleicht unbezahlt auf dem Markt irgendwo, organisch bei dir auf dem Facebook-Kanal oder etc. Erstmal Postings zu machen oder Tests zu machen, verschiedene Werbebotschaften zu testen und zu gucken, was kommt überhaupt besser an? Wo kann ich mehr Likes generieren? Wo habe ich vielleicht mehr Kommentare? Womit erziele ich mehr Aufmerksamkeit? Und das letztendlich über mehrere Monate dann testen und sagen wir mal so, dann eine Auswertung vorzunehmen, was hat jetzt organisch am besten funktioniert und genau dieses, was am besten funktioniert hat, schon organisch ins Marketing, dann ins Paid Marketing einzusetzen. Das heißt, du brauchst dann nicht mehr Geld zu verballern, du kannst einfach gezielt schon, also du weißt schon, was gut ankommt, setzt das ein, hast deine Tests gemacht und so wirst du dann langfristig mehr Geld sparen. Perfekt. Der vierte Punkt ist so simpel wie auch effektiv. Du sollst hier Profis suchen. Ja, also ab einem gewissen Punkt musst du dir einfach Profis an die Hand holen. Gerade im Bereich Marketing ist es so, dass eigentlich jede Strategie auf ganz, ganz vielen Tests beruht. So, es gibt leider Gottes keine Blaupause, die dir sagt, du machst jetzt in der Region so und so Werbung und es wird funktionieren wie eine Eins,
sondern Marketing ist ein Optimierungsprozess, ist ein zum Teil auch Testprozess, das muss man ehrlicherweise sagen. Irgendwann hat man durch diesen Testprozess zwar Blaupausen, wie wir die auch mit unseren Kunden umsetzen, die dann bestmöglich funktionieren, aber die sind halt wirklich auf ganz, ganz vielen Tests und sehr, sehr viel Geld entstanden am Ende des Tages. Deswegen können wir das heute weitergeben. Und es ist einfach so, dass wir wahrscheinlich gerade am Tag, würde ich jetzt mal sagen, bei 600 bis 700 Partnern einfach die Erfahrungen machen, die ein Unternehmen vielleicht in ein bis zwei Jahren Werbung macht, wenn es gut läuft, wenn die Werbung halt selber gemacht wird. So, und das ist einfach ein Vorsprung, der ist nicht aufholbar. Von daher, wenn es um solche Themen geht, wenn es darum geht, auch Anfragen zu generieren, die dir Geld einbringen, Mitarbeiter zu generieren, die bei dir anfangen möchten, dann vertraue da einfach auf gewisse Strukturen. Ja, komm auf die Profis zu, komm auf uns zu. Wir können dir auf jeden Fall da weiterhelfen. Buch dir einen Termin für ein Strategiegespräch, dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Und dann ja, analysieren wir deine Situation, gucken, was da für eine Lösung gibt und besprechen das Ganze dann einfach mal. Ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch bei den Videos. Wie bitte? Kanal abonnieren. Okay, perfekt. Gut, dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Schau dir auch alle anderen Videos an. Und ansonsten dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Das schneidest du dann, ne?